Hallo Welt, da sind wir wieder. Und unser Lassie ist immer noch weg. Wir versuchen doch gerne mal was ganz anderes. Wo ist denn hier Outfitters? Hatte ich mich letztens auch schon gefragt. Das haben wir gar nicht mehr. Unser Laden. Wir können doch hier eigentlich immer einkaufen. Ist das jetzt am Weihnachtsbaum oder wo ist das geblieben? Ach, komm schon, viele gute Sachen, aber das ist ja nicht das, was wir suchen. Egal. Wir starten hier mal so eine, ja, örtliche Lieferung. Dachte ich mir. Geht nicht. I don't want to rush you, but ich habe gesagt, was ich sagen wollte. Wir machen eine örtliche Lieferung. The suspense is killing me. Ah. Come on, I'm a busy man. Ja, ich bin auch gespannt. Sometimes today would be nice. In your own time. Ja, wir können. Egal was ich drücke, egal was ich klicke, nichts geht mehr. Das ist aber oft in letzter Zeit. Seit der Schnee weg ist. Seit der Schnee weg ist, ist auch unser Pferd öfter weg. Und wenn unser Pferd weg ist, dann passiert sowas hier. Ist sonst zum ersten Mal in der Karte passiert, dass wir aus der Karte nicht mehr rausgekommen ist. Zum zweiten Mal ist es uns in der Scheune, oder? In der Scheune passiert, meine ich. Ja, da kamen wir auch nicht mehr raus. Und jetzt hier zum dritten Mal bei Cripps. Warum ist das denn so? Oh, dann müssen wir hier, glaube ich, beenden. Hilft ja alles nichts. Es geht nicht weiter. Das ist aber neu. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass uns das in den letzten Folgen irgendwann schon mal passiert ist. Ach ja, das ist leider so oft so, dass irgendwas gepatcht wird und dann sind irgendwelche anderen Dinger kaputt. Na gut, ich schlage vor, wir geben dem Ganzen noch mal ein bisschen Zeit. Und wenn es nicht klappt, dann müssen wir schneiden gleich. Wenn es doch klappt, nach ein bisschen Zeit, müssen wir auch schneiden, weil es wahrscheinlich sehr lange Zeit dauert, bis hier irgendwie was weitergeht. Naja, nach 7 Minuten tut sich nichts. Ende. Fail-Folge. Und noch ein bisschen Bonus. Warum schneit es auf einmal wieder? Na, manchmal schneit es. Ein bisschen Bonus, die täglichen Herausforderungen. Wir dürfen einmal betrunken sein, das dürfte schon mal kein Problem sein. Drinks im Salon dürfen wir auch bestellen, auch das wäre möglich. Igelkraftwurz gesammelt? Das könnte etwas schwieriger sein, es sei denn, wir wüssten, wo er wächst. Pflege, Pferdepflegegegenstand hergestellt.
Ja, unser Lager ist leider nicht mehr hier, also wird das auch ein bisschen schwierig. Spieler in Free Roam Events mit Sprengstoff getötet. 3 Stück sollte man töten. Okay, das werden wir nicht tun. Trupps beigetreten. Auch das wird schwierig werden. Vom Pferd auf einen fahrenden Zug gesprungen. Auch das könnte man ja eigentlich machen. Gut, so viel also zu den täglichen Herausforderungen in dieser Bonusfolge. Und die Rollen haben wir auch noch. Entfernung im Lieferwagen in Missionen zurückgelegt. 5280 sollten wir zurücklegen. Crips ist nicht da, sonst wäre das so mein Belangen. Das würde ich ganz gerne machen vielleicht, aber wir sind ja nur in einer ganz kleinen Bonusfolge. Weitere Rollenaufgaben, tägliche einfache Dollar-Kopfgeld-Mission abgeschlossen. Einmal muss man das machen, antike Schnapsflaschen ausgetrunken. Ach du meine Güte, die kann man austrinken. Wow, ja gut, das werden wir vielleicht eher nicht machen. Naja, da bekommen wir Gold dafür, aber wir bekommen auch Dollars dafür, wenn wir sie Madame Nazar geben. Familienerbstücke gefunden, das könnten wir noch machen. Allerdings wird das auch länger dauern. Sammlerstücke von gegnerischen Nichtspielercharakteren geplündert. Wäre auch noch eine Möglichkeit. Ja, und die anderen Sachen sind ausgegraut, die können wir noch nicht machen. Also gehen wir zurück. Betrunken sein, einmal Drinks im Saloon bestellt und das wird's dann wohl sein. Wo sind wir hier, wenn wir uns die Karte mal anschauen? Dann sind wir mitten im Nirgendwo in der Nähe von Armadillo. Armadillo hat leider keinen Saloon, soweit ich weiß. Doch, hier ist, ja, doch, da ist einer. Da könnten wir eigentlich das ganz schnell schon erledigen. Was haben wir denn sonst noch offen? Hier haben wir noch Vogeleier, glaube ich, genau. Warum haben wir die noch nicht gesammelt? Ich würde sehr gerne. Ich habe aber doch noch einiges zu tun gleich. Heute ist der letzte Tag 2019 zum Zeitpunkt der Aufnahme hier. Und das heißt der 31.12.2019. Ja, ich denke, wir werden nach Armadillo und wir werden ganz schnell uns einen Rausch antrinken. Wow! Da geht's aber ganz schön runter. Ja, bei dem Schnee möchte ich auch keine Suchaufgaben so gerne machen. Und unser Pferd ist wieder da. Na, wo hast du dich versteckt? Wo bist du denn? Hey, wie kommt's? Wie kommt es, dass du... Kannst du doch fliegen? Da drüben ist doch gar keine Straße. Wo warst denn du da? Moment, was höre ich denn da? Also das lassen wir uns jetzt nicht entgehen, oder? Irgendetwas ist in der Nähe. Aber erstmal das Wichtigste. Unser Pferd. Hallo, kennst du uns noch? Hier bekommst du was zu fressen von uns. Gutes Pferd. Und wir gucken mal, welche Blume sich hier versteckt hat. Ah, das scheint mir ja schon das hier zu sein. Agarita. Und ich glaube, die haben wir noch nicht. Wildblumen, 7 von 9, nein, die hatten wir wohl dann doch schon. So, los geht's. Und wir werden dich diesmal auch nicht dazu nötigen zu fliegen, Lassie. Aber einen Weg nach unten sollten wir dann schon noch finden. Wir machen es uns mal einfach. Saloon. So. Und los geht's. Angeblich soll es hier runtergehen. Vorsicht, ich sehe keine Straße oder so etwas. Ja, da unten ist eine, aber wir können ja immer noch nicht fliegen. Also dürfen wir einmal außen rum. Ja, ich hoffe nochmal, dass die Satteltasche für die Sammler, dass die nicht so laut am Klimpern ist, wie jetzt das Zaumzeug hier vom Pferd, ist ja klar, dass es Geräusche von sich gibt. Wie gesagt, in der Vergangenheit, ich hätte da schon irgendwie mit Stoff, also ein Band drum gemacht oder so, damit das nicht so klimpert. Oh, das wäre wahrscheinlich sofort durchgescheuert.
Ja, da ist doch eine Straße und wir brauchen nicht mal zu springen. Möchtest du vielleicht reiten? Wir lassen unseren Lassie mal reiten. Der neue Sattel ist ziemlich laut, oder? Ja, und das mit dem Schnee wundert mich jetzt, dass der wieder drin ist. Ist ja schön. Bis zum 6. Januar, glaube ich, gibt es noch Schnee. Der Weihnachtsbaum steht ja auch noch bei uns im Lager. Ja, okay, jetzt, ob er heute noch steht, weiß ich nicht genau. Ich überlege gerade, weil es so viel Spaß macht, ob ich nach dem Livestream, ja, es gibt wieder einen Silvester-Livestream, so ist es zumindest geplant, von 2019 auf 2020. Und ich überlege, ob ich nach dem Livestream nicht noch eine Aufnahmesitzung starten soll, hier für Red Dead Online, weil es eben so viel Spaß macht und wir schon so weit gekommen sind, was die Sammleraufgaben angeht. Ich hätte da schon richtig Lust drauf. Allerdings wäre ein Tag Freizeit auch vielleicht mal ganz gut für mich. Das sollte dann morgen also sein, der 1.1.2020, halb Freizeit. Abends gibt es die Premiere zu Red Dead Online dann bei uns auf dem Kanal. Also dann doch nicht ganz Freizeit. Mal sehen, ja, wenn das so ist, dann kann ich ja auch gleich eine Aufnahmesitzung noch machen. Ich werde es mir noch überlegen. Aber erstmal das Erste. 5 Drinks bestellen. Ich denke, wir fangen mit Bier an. Da freue ich mich schon richtig drauf. Und steigen dann um auf etwas härteres. Whisky, natürlich. Hey. Wir machen das schon. Du musst dir nicht durch die Gärten reiten. Das machen wir schon für dich. Ja, tägliche Herausforderungen, natürlich, da sind wir gerade dabei. Wo können wir dich denn anbinden? Bleibst du hier? Hat nicht geklappt so gut. Ja, das hat aber geklappt. Und wir könnten, bevor wir das machen, vielleicht einmal ganz kurz in die Ecken gucken. Denn hier in Amadillo klimpert es ja auch manchmal. Oh, wir haben ein Angebot von Rockstar bekommen. Ja, da gucken wir mal ganz schnell rein jetzt. Aha, gratis 1000 Sammlererfahrungspunkte. Steige mit 1000 Sammlererfahrungspunkten in der Rolle des Sammlers weiter auf. Löse diese Belohnung gleich ein. Bis zum 1. März haben wir da Zeit. Ja, wir sind ja fast schon durch. Also viele Punkte bleiben da nicht mehr übrig. Ich weiß nicht, da bringen wir uns ein bisschen um den Spaß oder geht es nach Rang 20 irgendwie noch weiter? Oh, hallo. Nö, ich hab nur Hallo gesagt. Rumpelstilzchen, hallo, cooler Name. Oh, ist das der räudige Hund, der da hinten in der Ecke lag und nicht mehr so gesund aussah? Mal sehen. Wir haben hier vorne immer was gefunden, was klimpert. Manchmal sogar zwei Sachen. Diesmal klimpert zwar nichts, aber das hatten wir in der Vergangenheit auch schon mal, dass wir was gefunden haben, obwohl uns das gar nicht so angezeigt wurde. Weder akustisch noch dass wir irgendwelche Partikel in der Luft gesehen hätten. Nö, hier ist diesmal nichts drin. Wäre ja auch zu schön, wenn das immer hier drin wäre. Aber letztens hatten wir zwei- oder dreimal in der gleichen Aufnahmesitzung quasi Erfolg damit. So, jetzt gehen wir uns aber erstmal einen Schlucken hier. Wo ist eure Bar? Wo ist euer Salon, heißt das hier? Im Wilden Westen. Wo ist der wilde Salon? Wir wollen uns ein wildes Bier gönnen und vielleicht noch einen wilden Whisky hinterher.
Das hier ist der Salon? Das ist ja keine typische Salontür, hä? Moment, Moment, Moment. Halt, 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 halt. Was soll ich denn da? Ganz klar, hier ist doch was. Aber wo? Hier ist doch irgendeine Tarotkarte oder so etwas versteckt. Okay. Der Sound wird leiser und wird lauter, je näher wir dem Salon kommen. Also geht's erstmal in den Salon. Oh, hallo. Ist das nicht kalt hier? Ihr habt ja einen Hut. Okay, dann geht's vielleicht. Wir gucken mal oben. Manchmal ist es auch der einfachste. Der einfachste Weg. Manchmal ist es einfach nur drin. Hey, du sitzt auch hier in der Kälte. Wie kommt's? Ja, die haben sich ordentlich eingehebelt da drin. Denen macht die Kälte jetzt nichts mehr aus. Die spüren das nicht mehr. Ah, und hier liegt doch schon was. Ist es das vielleicht? Jep, das ist es. Ein Elfenbeinkamm. Ach, schade. Da hätten wir sogar schon eine Herausforderung abgeschlossen. Ah, da möchte ich schon dann die zweite auch noch machen. Geht's nicht weiter? Gefährliche Treppe. Noch ein Angebot von Rockstar. F1, na klar. Nö, das ist das Gleiche. Ja doch, das ist was Neues. Händler, gratis Händler, Erfahrungspunkte. Ja, die könnten wir eigentlich, die könnten wir nehmen. Das ist gut. Händler haben wir noch nicht so viele Punkte. Steige mit 1000 Händler-Erfahrungspunkten in der Rolle des Händlers weiter auf. Löse diese Belohnung gleich ein. Gültig bis zum 17. Februar. Oh ja, was für Nachteile hätten wir dadurch? Machen wir doch. Schwupp. Plus 1000 Erfahrungspunkte Händler. Hey, ganz schön leer ist es hier. Wir nehmen ein Bier. Ja, unsere Lucrezia hatte ordentlich Durst. Wir trinken noch ein Bier. Auf einem Bein. Auf einem Bein kann man ja nicht stehen. War das nicht schon unser zweites jetzt? Muss man verschiedene Drinks bestellen? In verschiedenen Saloons. Nein, das war das zweite. Das klappt. Wow, drei Flaschen auf Ex. Schönes Bild im Hintergrund. Noch können wir es erkennen. Mal gespannt, was danach herauskommt. So, ich glaube, nach vier Bieren zum Warmwerden können wir jetzt auch was anderes bestellen hier. Vielleicht mal einen Whisky. Auf Ex, das kommt gut. Und sind wir denn schon betrunken? Also ich sehe schon nicht mehr ganz klar. Es verschwimmt schon alles ein wenig. Aber ein Whisky geht sicherlich noch. Oh, der Whisky, der knallt aber richtig hier. Wenn wir schon mal dabei sind. Betrunken sind wir, jawohl. Das ist keine gute Zahl, drei Stück, oder? Noch ein.
Oh, dann haben wir gleich keine Kronkorken mehr. Wer macht Musik? Keiner macht Musik hier. Sollen wir Musik machen? Moment, wir müssen erst austrinken. So, mit einer vollen Flasche spielt es sich nicht gut. Wow. Gar nicht so einfach, ha? Okay, das war's. Genug gesessen, das funktioniert nicht so gut. Aber wir können ja das hier machen. Jawohl. Einmal tanzen. Ohne Musik geht's gleich wieder raus. Prima. Draußen ist es mittlerweile Tag geworden. Okay, unsere Lucrezia hat sie ein bisschen schwer gerade. Die täglichen Herausforderungen. 2 von 7 haben wir geschafft. Das reicht. Pferdepflegegegenstand hergestellt. Wenn wir wüssten, dass hier irgendwo ein Feuer ist, das wir nutzen können, könnten wir das auch noch ganz gut machen. Und vom Pferd auf einen fahrenden Zug gesprungen, das dürfte auch klappen. Hier gibt es Züge. Aber wo finden wir hier ein Feuer? Also ich sehe hier kein Feuer. Vielleicht in der Nähe der Postmeisterei? Ist das nicht schon hier vorne direkt? Das ist doch schon hier. Kein Zug, kein Feuer. Aber wir haben unsere täglichen Aufgaben erledigt, also denke ich, für die Bonusfolge haben wir genug getan. Und ich bedanke mich damit und hoffe, ihr hattet alle einen guten Rutsch. Ja, ich muss in der Vergangenheit sprechen, die Folge wird ja etwas später veröffentlicht. Etwas. Ich hoffe, ihr hattet alle einen guten Rutsch und bisher schon ein gutes neues Jahr 2020, 2020. Mama mia, wie die Zeit rast, hä? Ja, damit bedanke ich mich dann also auch für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Wir schicken unsere Lucrezia erstmal zum Ausnüchtern aufs Pferd. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.